guten Tag. Habedere Preiselbeere. Ich lasse mir das jetzt einfach schmecken. Ohne Besteck. Aber ja. Dass sie, ihr könnt das Video an der Stelle stoppen. Weil ist das Tolle an YouTube? Neue Haarschnitte in 10 Sekunden. Hallo. Das Problem mit Süßkartoffelpommes ist, dass wenn man sie nicht in einer Fritteuse macht, dass sie einfach unglaublich schwierig sind, von der Konsistenz hinzubekommen wie richtige Pommes. Von daher gibt es ein paar Punkte, die wir beachten müssen, wenn wir Süßkartoffelpommes machen. Und das seht ihr heute. Zuerst müssen wir sie natürlich schälen. Wenn wir sie geschält haben, müssen wir sie natürlich erstmal in Pommesstreifen schneiden. Und dann gibt es für 60 Minuten erstmal ein kaltes Wasserbad für die Süßkartoffeln. Wenn sie dann trocken sind, geben wir sie zurück in unsere Schüssel und dann bestreuen wir sie gleichmäßig mit dem Stärkemehl. Sind die Kartoffeln gleichmäßig mit dem Stärkemehl bedeckt, geben wir unser Öl dazu. Salzen müssen wir reichlich, damit ihnen das Wasser entzogen wird und sie schön knusprig werden. Beim Belegen auf dem Backblech ist es ganz wichtig, dass sie sich gegenseitig nicht berühren, damit sie wirklich von allen Seiten schön knusprig werden. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Abo. Entweder könnt ihr hier auf diesen Link klicken und es abonniert, damit ihr kein Video mehr verpasst, oder direkt unter dem Video. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, haut rein.